Gynäkologin Dr. Reicherts und Schwester Birgits nächste Patientin ist alles andere als ein Kind von Traurigkeit. Also mir ist das so unangenehm. Ja, das merke ich, das merke ich. Ich habe nämlich einen One-Night-Stand gehabt die Woche und der Typ hat mich halt angerufen und hat halt gesagt, dass er halt Chlamydien hat. Okay. Mhm. Und ich, ja. Tja, alle kommen ganz häufig vor. Okay. Überhaupt kein Problem. Okay. Wir machen einen Abstrich. Mhm. Ich gucke mir das mal an, wie das aussieht. Chlamydien sind Bakterien, die man auf jeden Fall mit dem Geschlechtsverkehr überträgt. Und daher, wenn man diese Infektion hat, sollten beide Partner eine Therapie erhalten. Da ist Ihre Freundin, Pauline Schulz, die wollte zu Ihnen. Darf die reinkommen? Mhm. Super, okay. Mhm. So, Frau Schulz. Schulz war das, ne? Genau. Kommen Sie einmal rein. Hallo. Da ist Ihre Freundin. Hallo, guten Tag. Hey. Hallo, Pauline. Was ist los? Es kann halt sein, dass ich vielleicht eine Geschlechtskrankheit habe. Eine Geschlechtskrankheit? Ja. Okay, krass. Aber, ey, ganz ehrlich, bei deinem Liebesleben, ne? Ich weiß gar nicht, mit wem warst du jetzt eigentlich zuletzt zugange. Ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe den Max oder den Nick in Erinnerung. Wer war's denn jetzt nochmal? Weißt du selber gar nicht mehr, gell? Boah, du bist so ein Feger, ehrlich, ey. Als Frau Schulz ins Untersuchungszimmer kam, haben wir natürlich schon mitbekommen, dass Frau Riehl nicht so wahnsinnig viel anbrennen ließ in ihrem Leben. Allerdings habe ich eher so den Eindruck von ihr gehabt, davon wollte sie jetzt alles gar nicht so viel hören. Sie wollte nur die Chlamydien bzw. gegebenenfalls auch irgendwas anderes an Erkrankungen abklären, die sie gegebenenfalls von diesem One-Night-Stand bekommen hat. Ja, ist doch schön. Ja. Man bereut im Leben immer nur das, was man nicht gemacht hat, oder? Ja, aber also, sowas braucht ja jetzt Sie auch Sie können einmal freimachen, ja? Und dann schaue ich mir das mal an, wie das aussieht. Nina will die mögliche Geschlechtskrankheit nicht nur so schnell wie möglich loswerden, damit die Schmerzen beim Wasserlassen aufhören, sondern auch, weil sie in den kommenden Tagen etwas Besonderes plant. Und dieses spezielle Ereignis freut und stresst sie zugleich. Nina, haben wir noch irgendwie andere Beschwerden? Ab und zu habe ich mal so unregelmäßige Blutungen, aber ich habe die Pille abgesetzt, das ist ja ganz normal. Blutungsverhalten wird in der Frauenheilkunde immer abgeklärt. Und ich war schon ganz froh, dass Frau Riehl mir gesagt hat, dass sie ab und zu mal Blutungsprobleme hat. Das fand ich aber nicht so ganz unnormal, weil sie auch gesagt hat, dass sie die Pille abgesetzt hat. Und anschließend kann es schon durchaus sein, dass die Periode unregelmäßig wird für die erste Zeit. Ach komm, mach dir keine Sorgen, das wird schon wieder. Kriegen wir auch noch hin. Ja, danke, Pauline, dass du da bist. Ja, wirklich. Ist doch klar. Hallo, wir sind beste Freundinnen. Natürlich bin ich da. Ja, ich weiß ja auch, ne, du hast jetzt sicher voll viel Stress, weil dein Bruder Felix kommt ja aus Berlin. Ne, ja. Und woher weißt du das mit dem Felix? Wir haben ab und zu Kontakt. Ihr habt ab und zu Kontakt, warum weiß ich davon nichts? So. Hä, da hat der Weder du noch der Felix habt was davon erzählt. Ich bin fertig. Ja. Beine können Sie sich aufsetzen. Genau, setzen Sie sich auf. Dass Nina mit Paulines älterem Bruder in Kontakt steht, ist nicht alles, was die 35-Jährige vor ihrer besten Freundin verbirgt. Eine Stunde nach dem Abstrich will die Gynäkologin erste Ergebnisse mit ihrer Patientin besprechen, aber die windet sich vor Schmerz. Frau Riehl, was ist los? Ah, ich habe gerade so ein Ziehen. Es hat vorhin auch schon ein bisschen angefangen, aber ich habe mir gedacht, das ist wahrscheinlich wegen Blasenentzündung oder so. Okay. Also ich habe eben ein bisschen Ergebnisse bekommen. Blasenentzündung ist es auf jeden Fall nicht. Ah. Mit dem Blut war auch alles in Ordnung. Und die Schnelltests waren auch alle gut. Wir müssen natürlich jetzt noch die Langzeitergebnisse abwarten, bezüglich Chlamydien oder Plasma, Mykoplasma und all die anderen Sachen. Und dann wissen wir wirklich Bescheid. Ja, ne? ja. Aber jetzt mal ganz kurz mit diesem Thema Chlamydien. Ne? Mhm. Da muss man ja eigentlich auch den anderen Bescheid sagen, oder? Also den ganzen Partnern, die da in der Vergangenheit waren. Wie macht man das jetzt? Wie ist das denn? Also ich weiß nicht, wie geht man mit Chlamydien um? Bevor wir den Befund nicht haben, muss man da die Pferde nicht scheu machen. Mhm. Und wenn wir dann den Befund haben,
dann müssen Sie die Liste auspacken, ne? Dann müssen wir sie alle informieren. Nee. Das war nur eine Person. Wir brauchen da nicht eine Liste. Ich habe dann die Entscheidung getroffen, Frau Riehl tatsächlich noch mal zu untersuchen und diesmal auch einen Ultraschall zu machen, weil sie auch geblutet hat. Und da haben wir was entdeckt, womit wir natürlich überhaupt gar nicht gerechnet haben. Oh ja, sie bluten ja wirklich, ne? Oh je, oh je. Was heißt das jetzt, wenn sie blutet? Ja, müssen wir jetzt mal gucken, ne? Ich mache jetzt mal Ultraschall und dann taste ich auch einmal. So, ich versuche Ihnen nicht weh zu tun, ja? Geht's? Mhm. Sehr gut. Mhm. Ja, okay. Tut's denn nicht? Mhm. Ich vergrößere das mal ganz groß. Sie haben also auf jeden Fall zumindest ein Myom in der Gebärmutter. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Ursache für die Blutung, ne? Was sind denn jetzt Myome schon? Also Myome sind gutartige Gewebsknoten in der Gebärmutter. Myome in der Gebärmutterhöhle kommen ab und zu mal vor. Das sind auch die Myome, die relativ schnell entfernt werden sollen, damit diese Blutungsstörungen dann aufhören. Das ist die Gebärmutter mit den verschiedenen Arten von Myomen. Und Sie haben genau so eins. Bei diesen Arten von Myomen ist das so, je schneller man die entfernt, desto schneller haben sie auch die Beschwerden weg, ne? Aha, und wie behandelt man die? Also ich meine, und vor allen Dingen, kann man da noch schwanger werden? Ich meine, du willst ja sicherlich, also du willst das, war das nicht Thema Kinder? Ja, aber jetzt ist eh alles anders. Das ist jetzt auch nicht wichtig. Wie, jetzt ist alles anders? Nee, was meinst du? Ich mag dir jetzt nicht drüber reden. Du bist irgendwie voll komisch. Also. Natürlich ist es so, dass bei jeder Operation was passieren kann. Und bei der Aufklärung der kleinsten Operation müssen wir natürlich auch die Patientin aufklären über eine Gebärmutterentfernung sogar. Freundin Pauline bekommt den Eindruck, dass Nina die bevorstehende Entfernung der Geschwüre aus ihrem Unterleib gerade wenig interessiert. Genauso verschlossen wie ihre lebenslustige Freundin ist neuerdings auch ihr Bruder Felix. Ja, aber warum weiß ich von sowas nichts? Du bist mein Bruder, Nina ist meine beste Freundin und ihr beide erzählt mir nichts davon? Du, pass auf. Kannst du nicht verstehen? Ich muss jetzt unsere Eltern anrufen, also, weil ich muss ja. Ich ach muss so. Ja wissen, bei denen übernachte. Also, wir sprechen uns später, okay? Ja, ja, klar. Mhm. Okay. Tschüss, Paulina. Ciao. Mhm. Ciao. Tschüss. Stress? Nee, aber alles irgendwie ein bisschen seltsam gerade. Ich weiß auch nicht. Also eben das im Behandlungsraum, ich weiß nicht, Nina ist komisch. Und mein Bruder, der war jetzt irgendwie auch, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass die beiden was am Laufen haben. Das passt nicht. Ist sie nicht treu genug? Nein, ja, vielleicht nicht unbedingt, aber das passt einfach. Ich möchte es einfach nicht. Eigentlich hatte Pauline mit der sexuell sehr aktiven Nina vereinbart, dass ihr Bruder tabu ist. Die 36-Jährige verschont ihre beste Freundin aber erst einmal mit Vorhaltungen, weil der am folgenden Morgen die Geschwulste aus ihrer Gebärmutter entfernt werden. Trotzdem ist die Patientin völlig fertig. Ich sehe schon, Sie sind total nervös und aufgeregt. Das ist aber ganz normal von einer Operation. Da brauchen Sie sich wirklich keine Sorgen machen. Na, Sie sind hier in guten Händen. Ja, das ist nicht das Einzige, was mich beschäftigt. Das ist so okay. Weil nach der OP erwartet mich halt die nächste Herausforderung, weil ich halt meiner besten Freundin Pauline nämlich noch was beichten muss, weil ich habe halt eine neue Liebe und das ist selber alles total neu für mich und mich hat das so überrumpelt und normalerweise bin ich ja so ein offener Typ und ich sage ja auch ihr immer alles und ich habe so ein schlechtes Gewissen und... Okay, also ich meine ja, das mit der Liebe, das kann man ja nie so wirklich einplanen, ne? Das kommt dann einfach und ich denke mal, wenn das halt ihre Freundin ist und eine gute Freundin ist, dann wird sie es wahrscheinlich auch verstehen und so Geheimnisse, ja, das wird eh irgendwann rauskommen. Da müssen sie sich vielleicht doch einmal den Mut fassen und dann einen Schritt auf sie zugehen. Ja. Auch wenn es neu ist oder irgendwie. Mhm. Na, aber wie gesagt, wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf die Operation. Mhm. Die Narkoseärztin, die weiß auch schon Bescheid, die kommt gleich. Und dann können sie danach dann halt noch auf sie zugehen. Mhm. Ja, Frau Riehl? Mhm. Das wird. Die Vorahnung ihrer Freundin schien sich teilweise zu bestätigen. Doch irgendwie war da doch noch mehr Platz für Überraschungen.
Ninas Liebesgeheimnis gestaltet sich nämlich nicht so, wie ihre beste Freundin denkt und wird Pauline deshalb noch völlig aus den Socken hauen. 4 Stunden nach der gelungenen OP findet das Durcheinander um Patientin Nina seinen ersten Höhepunkt und irritiert sogar Schwester Birgit. Eine Frage, hallo, wo finde ich denn die Cafeteria? Schauen Sie mal, Sie gehen gerade durch die Flügeltür, ja, geradeaus und dann... Moment mal. Wer war denn das gerade? Darf ich mal gucken? Ich glaube, ich kann rauskommen. Pauline, du hier! Hi, Felix! Wie geht's? Wollen Sie wieder? Danke. Was? Das ist meine Schwester übrigens. Ja, klar, ich bin die Schwester, das ist mein Bruder. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich hab gedacht, ich fahre aus Berlin direkt mal vorbei, weil ich mach mir ja Sorgen. Wollt ihr beiden mich eigentlich auf den Arm nehmen? Ich weiß doch, dass hier hab ich's Ihnen gesagt? Ich hab's Ihnen die ganze Zeit gesagt, hier ist was im Busch, ich weiß es. Doch Pauline glaubt nur das Geheimnis, um ihren Bruder und Nina zu kennen. Umso größer ist die Verwirrung, als Dr. Reichert ihre Patientin über den Verlauf der OP informieren will. Denn noch bevor die Gynäkologin dazu kommt, folgt an Ninas Krankenbett eine faustdicke Überraschung. Maike, du auch hier? Ja, wir haben jetzt echt lang nicht mehr gesehen, ne? Ja, krass, aber warte mal, also du bist ja, habt ihr noch eure WG? Wohnt ihr noch? Jojo. Okay, wie kommst du, dass du hier bist? Also, wollt ihr mich nicht mal irgendwie aufklären? So, es ist doch alles offensichtlich jetzt, oder? Ich meine, das ist doch hier... Paulina, es tut mir so leid. Ich habe echt nicht gewusst, wie ich dir das sagen soll. Okay, ich sag's jetzt einfach. Ja, es war einfach so, ich habe Maike kennengelernt und ich habe mich halt Hals über Kopf in sie verliebt. Und aber das ist doch krass und schön, aber das ist doch was Schönes. Ja. Warum sagst du mir das nicht? Ich bin doch deine Freundin, ich freue mich doch für dich, wenn es dir gut geht, wenn du glücklich bist. Ja, aber ich muss mich doch mal sortieren, versteh mich doch, Hallo, du kennst meine Geschichten, die ich halt hatte. Ja, aber guck mal, seit Tagen druckst ihr hier rum und ich denke, da... Ich hab völlig die Geschichte noch aufrecht erhalten, oder? Er hat mir halt Beistand geleistet, weil ich war halt total perplex und das hat mich halt voll aus der Bahn geworfen. Ich war, hallo, ich stehe zu Frauen. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Frau Riehl mit ihrem Outcoming so lange gezögert hat. Es ist doch ein Tabuthema. Ein Mann, eine Frau muss sich erst mal selber vergewissern, wie ist das denn eigentlich mit mir? Was macht das mit mir? Wie sortiere ich mich mit diesem Gefühl? Die zweite Hürde ist natürlich, wem teile ich das überhaupt mit? Und das ist heutzutage eigentlich ganz traurig, weil das ist die natürlichste Sache der Welt und trotzdem tun wir uns so schwer damit. Bei mir schlafen. Also ich finde das wirklich klasse. Ja. Ich bin aber wegen der OP gekommen, ne? Bei der OP ist wirklich alles super gut verlaufen. Sehr, sehr gut. Wichtig ist wirklich, dass Sie sich dann noch ein paar Tage schonen und dass Sie nach einer Woche ungefähr bei Ihrer Frauenärztin dann noch mal vorbeigehen. Und ich schicke ihr dann die Ergebnisse zu, ja? Okay. Ninas Blutungen verschwanden nach der Entfernung der Gebärmuttergeschwulste. Die Patientin ist weiterhin fruchtbar und litt nicht unter einer Geschlechtskrankheit, wie zuerst zu befürchten stand. Mittlerweile wissen alle Freunde von der festen Partnerin der 35-Jährigen, der Nina absolut treu ist.